Nach seiner Zeit im englischen Knast von April bis Dezember 2022 ist es für Becker die Rückkehr ins Arbeitsleben. Da kribbelt es doch schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu Matchball Becker, waren die ersten Worte von Stach. Neben ihm stand ein Boris Becker in sportlichen weißen Sneakern, einem schwarzen Anzug und hellblauem Hemd. Die Haare hat der einstige Wimbledon-Sieger Raspel kurz geschoren. Schon nach wenigen Sekunden strahlte Becker über beide Ohren, als Stach sagte: Wir haben einen Comebacker. Boris, willkommen zurück. Das Wichtigste, was alle wissen wollen, wie geht es dir? Der 55-Jährige antwortete: Mit geht's gut. Ich bin wieder in Frieden und Freiheit, habe mich nur einige Zeit versteckt. Ich habe dich sogar vermisst, meinen Doppelpartner hier bei Eurosport. Mich freut es, dass ich meiner großen Leidenschaft Tennis nachgehen kann. Nach dieser herzlichen Begrüßung ging es sofort ans Eingemachte. Sprachen die beiden über den Erstrundensieg des Titelverteidigers Rafael Nadal, 36, die plötzliche Absage des Lokalmatadoren Nick Kyrgios, 27, und natürlich die deutschen Athleten. Gleich vier deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer flogen in der ersten Runde raus. Die Hamburgerinnen Eva Lies, 21, und Tamara Korpatsch, 27, und die beiden Herren Daniel Altmaier, 24, und Oskar Otte, 29, mussten die Segel streichen. Der früher hochehrgeizige Becker hatte tröstende Worte parat: Manchmal ist auch dabei sein alles. Der 55-Jährige glänzt trotz seiner Zeit im Gefängnis mit Experten und Insiderwissen, zeigte sich gut vorbereitet und fand zu allen Fragen passende Antworten. Im Zusammenspiel mit Stach könnte man meinen, er sei nie weg gewesen. Zum deutschen Alexander Zverev, 25, der nach einer siebenmonatigen Verletzungspause am Dienstag sein Comeback auf der großen Grand Slam-Bühne geben wird, meinte Becker: Es wird ein harter Kampf für ihn. Man muss mit den eigenen Dämonen, dem Druck umgehen können. Vor einem Jahr spielte er hier um die Nummer 1, jetzt muss man die Erwartungen im Zaum halten. Alles andere als ein Sieg über den Kampf wäre eine Überraschung. Das Erreichen der zweiten Woche wäre ein großer Erfolg. Er braucht jetzt die Matches, die ihm fehlen. Thank you.